Guten Morgen, Frank. So. Jetzt geht es in die Sniper-Klasse. Boah, Frank, so viele, ja. Im Moment so viel gut. Also, fangen wir an. Sturmgewehr Krieg 6. Absolute Meta für mich. Aber sag einfach, was du spielst. Und ich sag dir, davon auch was spiele oder nicht. Glaube ich einfacher. Ja, Typ 100 spiele ich gar nicht. Ich habe die Blixen als MP noch dabei manchmal. Amaguera, absolute Meta mit dem 72-Schuss-Magazin. SCG ist wieder gut, wenn man die so spielt wie vorher, also wie die NZ man auch gespielt hat. Es gibt viele gute Klassen, ja. Aber die Amaguera als MP kann ich komplett empfehlen. Die wurde von der Geschwindigkeit halt genervt, aber sonst geht das. Nikita auf Nahkampf, MP-Killer. Aber nur wenn du nicht keine Waffengeschwindigkeit brauchst. Zack, von hinten. Also, gibt viele Sachen. Viele Klassen, die man spielen kann. Viele Klassen, die sehr gut spielbar sind. Ja, ganz in Ruhe, Bro. Cooper soll wohl sehr stark sein. Aber ist, glaube ich, eher eine Waffe für Controller-Spieler. Ja, jetzt. Das Gas
Aufklärung. Drohne beginnt Überflug. Auftrag abblasen. Vorratskiste bereit für die Abholung. Feindlicher Soldat in der Nähe. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Nein. Auftrag begonnen. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Huhu, Schatzi. Feindlicher Soldat in der Nähe. Feindliche Drohne. Luftschlag. Sehen wir uns das Feuerwerk hier an. Hier Phoenix 3. Schlag unterwegs. Kommunikation. Nach Feindlichen. Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Sehen wir uns das.
Lutscher! Moin, Dumme. Nein, hinter mir noch einer. Danke für den Glück, dass ich. Guten Morgen, Ralf. Und frohe Schicht dir. Oh, schätze, ich habe heute jemand beobachtet, ne? Aus dem Fenster. Heute war die Frau mit dem Husky spazieren, den jüngeren Husky da, ne? Da hat der Husky die Frau eiskalt outplayed. Der Hund ist ganze Zeit um dein Auto rumgerannt. Weil er sich von der Leine losgemacht hat und hat die Leine im Mund gehabt.
Hätte man aufnehmen müssen, sag ich dir. So, wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? Moin, Lucifer. Moment. Du kennst doch noch diesen kleinen Husky. Also der ist ja nicht mehr so klein, aber... ist ja noch jung. Da war die Frau mit dem Spazieren und der ist die ganze Zeit in ein Auto gerannt. Der hat sich die Leine geschnappt, ist in ein Auto gerannt und hat die ganze Zeit versucht... also, die ganze Zeit Fangen gespielt mit seiner Besitzerin. Erst ist er rechts rumgegangen, dann links rum, rechts rum, links rum. Und immer wieder unter das Auto geguckt, wo sie langläuft. Wir haben ja 3-4 Minuten angeguckt vom Balkon, bis die Frau dann einfach gegangen ist und dann ging der Hund hinterher. Was? Wir haben es geschafft, ne? Jetzt ein bisschen mehr Glück im Krieg am Anfang, dann passt das. Hände schwitzen, ich fühle mich richtig schmutzig. Bin ich froh, wenn ich duschen gehe nach dem Stream. Bin ich froh, dass ich bei dem Wetter heute auch arbeiten gehe. Bei so frischer Luft. Nicht auf blau, der hat AirPods drin. Lucifer. Nein, er hat nicht. Auf laut. Wie wird der Chef kommen? Habe ich Jan gerade gehört? Wo ist denn Jan? Was macht er? Was macht er hier? Warum hören wir den? Zwei Kills, ne?
Ja, auch gut. Ja, das habe ich nie gemacht. Ich habe meistens meine Streams stumm geschaut und habe mein Handy neben mir liegen gehabt. Wenn ich dann mal Highspeed habe. Das wird erstmal die nächsten 5 Tage nicht der Fall, aber das ist nicht schlimm. Wieder die kommt. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Wir haben einen feindlichen Radarschutz entdeckt. Besatzung scannen. Es sind noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Wenn der Scan startet, musst du dich hinlegen, um der Entdeckung zu entgehen. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Manche können einfach keine Anweisungen befolgen. Ihre Positionen wurden offengelegt. You fucking nigger! Ah, davon distanzieren wir uns, Chat. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, ich habe 40. Aber ich werde ja beim nächsten Tag auf jeden Fall auf unbegrenzt gehen müssen. You're so shit, mate. Sich aus. Sicherheitszone verlegt. Guten Morgen, Manu. Boah, hab ich dir den Sniper-Shot gegeben in den Kopf. Ein feindliches Team ist auf der Spur. Sei vorsichtig. Feindlicher Soldat in der Nähe. Auf der Hut!
Ziel markiert. Was ist das denn für ein Was ist das denn für ein... Ja, Mann. Ja, Mann, genau das bin ich, Alter. Ich weiß nicht, wo die nächsten sind. Warum Shop to go eigentlich? Feindliche verbesserte Drohne über uns, aufpassen! Ja, verbessert der Drohne nicht gut. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone. Ein Gegner noch. 1v1. Das Gas nähert sich dir. Gut. Danke, Manu, danke. Lucifer, danke, Schatzi. Ja, Mann. Leider hat ein Kill für die 20-Bomb gefehlt. Jo, viel Spaß, Manu. Mal machen. Ja, über 6000 Schaden. Ja. Passt. Zweite Runde und komplett ausgerastet. Muss nur Eier haben. Kommt hin mit den Kills. Ich rechne da gar nicht. Selbst wenn er 20 Kills, 250 Schaden bei 20 Kills, dann wäre jeder Gegner One-Hit gewesen bei Sniper. Das wäre Kill. Aber so macht auch Bock. Mhm. Hallöchen, Kürz, Hallöchen, Achim.
Ja doch, aber die One-Hit-Schadenrechnung ist trotzdem 250 meistens. Danke für eure Teilung, Kurt und Achim. Unsere Anschrift per, schicke ich dir per WhatsApp, ja? Jetzt im Stream die zu schicken, wäre kacke. Habe ich. Das macht man auch nicht. Kein Scherz. Moin Enno, what poppin? Enno reagiert? Wir sind hier oben beschäftigt. Wir lag auf wenig Geld auf dem Schiff selber. Aber hier liegt das ganze Geld. Okay. Das macht's mir einfacher. Kommen wir auf. Ja, okay, wir gehen auf Push. Ja. Voll, okay. Kurz warten. Nein. Wo Premium Abo? Was meinen Sie damit? Ah, ich habe nicht gesehen. Kann ich als Abzeichen bekommen? Was steht denn da? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin den ganzen Tag arbeiten, wenn Facebook Updates bekommen. Die Nachrichten bekomme ich erst verzögert. Ist hastig, Lena Achim, ne?
Weil du die bösen Wörter wie lass dich überraschen geschrieben hast. Danke für deine 10 Sterne, Lucifer. Premium Abo. Die ganze Zeit gekämpft. Ich starte im neu und rauch mich schon eine, Jungs und Mädels. Nein, Achim, alles gut. Und ich gucke mal auch eben, was ein Premium-Abo ist in der Zeit. Ich bin sofort wieder da. Also, so wie ich das verstehe, werden die Premium-Abos, hab bei den Amis geguckt auch, da wird ein Stufensystem wie bei Twitch kommen, dass es Abo für 5 Euro gibt und eins für 10 Euro, wo man dann andere Vorteile hat und Facebook überlebt da auch dann werbefreie Wiedergabe. USW, lassen wir uns einfach überraschen, Jungs. Lassen wir uns einfach überraschen. Der Feind schwenkt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Bis es verfügbar ist und dann gucken wir mal. Endlich kühler hier. Ja, alles gut, Lucifer. Nee, Elena hat es mir auch weitergeschickt, aber das wird wahrscheinlich eine Abstufung sein wie bei Twitch, weil bei Twitch kannst du auch für normal abonnieren, also Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Ist halt dann teurer und größerer Support, oder? Ich weiß nicht, wie Facebook sich das System ausmalt.
Wahrscheinlich funktioniert am Anfang eh nichts, aber egal. Gucken, was für eine Idee die wieder haben. Anstatt die einfach an ihrem Wiedergabesystem arbeiten, ja. Bummer. Jetzt mal runter. Willst du nicht runter gucken? Ich will den Lodi haben. Okay, easy. Danke für die 10 Monate, um zu verehren, Mann. Falls diese 10 Euro Abos rauskommen, also wenn es wirklich so ist, dann lassen wir uns da was Cooles für einen Monat einfallen. Mal gucken. Aber es ist nur die Vermutung. Ja, voll geil, dass die Abkühlung heute da ist. Okay. So macht man das, Bro. Genau so. Feindliche Drohne ist aktiv. Nur noch 25 übrig. Immer weiter. Ja, der droppt da wieder. Muss nach hinten hochlaufen. Ja, das ist Lucifer. Freitag, das ist zu erwarten. Nochmal so ein Freitagsangebot. Ja. Aber das ist der stabilste Support, ja. Wirklich, diese Werbung bei Facebook ist der größte Support momentan auf meinem Channel. Natürlich Sterne und Supporter, klar. Eigentlich alles gleichgestellt, aber es ist halt kostenfrei und so finanziere ich mir halt den Streaming-PC, dass ich abends mitzocken kann. Mag auch keine Werbung, aber leider funktioniert das nicht ohne Werbung. Ja, das finde ich auch, das finde ich eine Frechheit. Ich finde auch eine Frechheit, dass Supporter bei mir Werbung bekommen. Man kann es aber nicht wie bei Twitch einfach ausstellen. Ja, das entscheidet leider nicht ich, Lucifer. Das macht der Algorithmus von Facebook. Der platziert angeblich am besten die Werbung, dass wir Creator auch gut verdienen können.
Ich will es gern ändern. Ja, mach mal. Bring die mal auf Vordermann, Bro. Bis gleich. Okay. Feindlicher Soldat in der Nähe. Nun haben wir es zeigen. Zwei. Komm, ich will den sauberen Heli drücken. Okay. Auf der Hut bleiben. Er hat einen Heartbeat. Ich glaube, er hat alarmiert drin. Und ja, hat er. Deine Spuren, ein feindliches Team macht Jagd auf dich. Nein, hinter mir. Moinsen Chris, what's poppin? Es geht. Schade. Weiter geht's. Ich mach gute Sniper-Hits heute. What's poppin? Vergesst nicht alle aufs Like, auf den Like-Button zu drücken. Für den Support, für den Algorithmus. Spam Kommentare, mir egal. Lasst Support da. Lasst, wenn ihr Geld übrig habt, ein Sub da, 10 Sternchen. Alles fließt immer nur in den PC rein. Was geht, was geht? Alles gut? Jeden Tag vor der Mittagsschicht die Woche online gewesen. Ohne Ausreden natürlich. Danke, Digi. Ehrenmann. Ja, ach, alles gut, Mama. Natürlich nur, wenn man kann. Ach, ich bin mal ehrlich, es ist entspannt. Es ist zwar anstrengend, aber es ist entspannt. Muskelkater im ganzen Körper. Oh, wie ist der Stress gehabt mit meiner Mutter? Oh, das ist Schmutz. Das ist kacke. Ich hoffe, das regelt sich wieder, Bro. Ja, das ist sehr gut, Junge. Das Gute ist die Abwechslung. Nicht nur von den Arbeitsbereichen, sondern auch
dass ich, wenn genug Arbeit ist, erstmal im Bett warm bin und immer wieder mal nach unten gehen kann. Auch freiwillig, wenn da viel los ist. Und ich kenne da ein paar Menschen, die bei mir mit in der Ausbildung waren damals oder die mal Zusteller bei DHL waren wie ich und da jetzt arbeiten, weil sie vielleicht keinen Führerschein mehr haben oder so. Sehr nette Menschen. Und zeigen mir Respekt, obwohl ich einer der Jüngsten bin. Ja, ich muss den Finisher gleich ändern, ne? Nächste Woche Frühschicht, ey, dann bin ich jeden Tag nach der Arbeit live, bis Lena online geht. Wird auch Spaß machen. Nein. Schluss mit dem Simulieren. Aber morgen dann ist der Kühl dann 3 Tage frei. So. Ja, ich hab nächste Woche Kühl. Wenn er halt Nachtschicht. Nach die Woche. Ja, 3-Schicht-System. Wollte ich ja auch die ganze Zeit lang. Entweder 3-Schicht oder Dauernachtschicht, habe ich gesagt. Unterwegs.
Fuck, warum? So schön die Kills gemacht, schön abgefahren. Einer nach dem nächsten. Ich nehme meinen eigenen Sniper wieder. Keine Muni mehr. Der Muni-Trick. Wir dürfen nicht bei holen lassen. Zack. Habe ich wieder 7 Schuss. Auftragszeit abgelaufen. Erledige den nächsten. Warum hört er mich? Ja, okay. Oh, Camper. Warum denn so krass? Lass mal kurz Finisher ändern und Charakter ändern. Es geht gar nicht. Operator. Level 20, liebe ich. Terminiert. Champion von Caldera 3er. Maschallah. Ich weiß, was am Wochenende abgehen wird. Uhu Manu. Wenn Strom knapp wird, gibt es eine einfache Lösung. Fahrverbot für E-Autos. Oh ja, Mann. Marco. Fühle ich zu 100%. Manche Status muss man einfach vorlesen. Oh. 811. Das hier mit dem Krausnick, das muss ich im Multiplayer spielen. Ohne durch den jeweiligen Fall Schaden zu leiden mit dem Krausnick. Es ist halt hart, ne? Dieses Season mit Level 1000. Also erreichen tun wir das safe, aber... Dafür, dass die ganze Zeit Fortunes drin war, man Fortunes noch weniger Punkte bekommt als bei Rebirth. Ist ja schon hart. Lebt ihr mal, ich habe am Eintag 7... Wins bei Rebirth gemacht und ganz viele gute Runden mit 18, 19 Kills und hab da vielleicht 20 Level geschafft.
Auf Rübe hätte ich ja 30, 40 Level geschafft. Kriegsgebiet. Ich muss hier meine Cola wiederholen. Ja, man, das ist nur mein Skin. Deswegen lief es auch nicht. Hatte mein Skin nicht dabei. Das ist la vista, Baby. Die letzten drei Runden hast du da keine Waffe gegeben. Und immer hast du mir eine MG am Anfang gegeben. Gönn doch mal. Ich bin jetzt K98. Das geht auch. Muss ja echt rüberlaufen, ne? Okay, wie? Nein, er hat mich. Fuck. Guten Morgen, Hans-Peter. 8 Kills. Einsatzgebiet.
Sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Mir mein Kill geklaut, der Penner. Mann, Schutzverkauf aktiv. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Feindlicher Soldat in der Nähe. Drei Kulturen, Wunderson.
Feindliche Drohne ist aktiv. Ich bin schon das Letzte. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Nein, kann ich nicht. Bleib mir das bewahrt. Warum soll ich jemanden hier bewahrt bleiben? Och man, schon wieder er. Vierter, ich bin eben schnell eine Smoken. 20 Bomb, ich komme. Ja, vor allem Spieleinstellungen muss eh jeder für sich selber finden und PC-Einstellungen, Bro, ich weiß nicht mehr, was für ein PC du hast. Sagen wir mal so. Ich wollte jetzt nicht unfreundlich sein, aber ich gehe mit vielen meiner Supporter auch gerne Einstellungen durch im Discord. Aber dann brauche ich natürlich Daten wie Partner, welche Grafikkarte hast du? Welche CPU hast du für Grafikeinstellungen? Ne? Ohne Setup keine Infos. Irgendwer backt hier im Haus. Mir wird ein bisschen übel. Come on.
Oh, fuck. Egal. We rock this shit, we rock it. Er haut nicht. Egal, egal, egal. Kann ich unterkriegen lassen von solchen Gegnern. Und das sind welche. Hier liegt keine Waffe. Ziel ausgeschaltet. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Feindliche Drohne ist aktiv. Da gekillt für den 100 Sterne, Ehrenfrau. Das ist der Support. OG Bezzy. Ich guck mir seinen Sniper-Kill an. Das ist auch schon die maximale Entfernung, wo ich One-Hit sein kann. Ich zeig dir mal, wie man Sniper. Bei mir ist einer. Nein, Mann! Warum hat er denn die ganze Zeit View auf mich, Mann? Da war noch ein zweiter Gegner. Danke Achim für deine 500 Sterne. Ehrenmann. Vielen lieben Dank, Bros.
ist aktiv. Mann. Fuck. Wir bringen dich an die Front zurück. Stopp. Das Kopfgeldziel auszuschalten. Moin, Micha. Sicherheitszone wird verlegt. Zehn, ab an die Spitze. Ein feindliches Team ist hier auf der Spur. Sei vorsichtig. Die Uhr tickt. Begib dich zum Ziel. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja, mit der Anker hätte ich den gehabt. Guck mal, wie er am Campen ist. Wie er am Campen ist. Meine Fresse. Hinweise, sehr geehrte kleine Plattform Business Hinweise. Ja.
Danke, Micha Ehrenmann. Habt ihr alle gelesen? Z-Laner hat bei Facebook unterschrieben. Einer der besten COD-Spieler der Welt. E-Sports. Bei Optik Gaming ist er. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Guck ihn zwar gerne, auch auf Facebook, aber... Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich weiß nicht, warum er Managed Partner ist, aber Sim zum Beispiel nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, Sandra. Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Jage die Feinde. Wir bauen die zu weit weg. Nein, hinter mir. Basti, moin. Auch Jahresabonnent noch nie reingeschrieben. Basti, was ist los? Sicher.
Mann, genießt das Frühstück. Ja, bester Mann. Glaube ich. Wie war der Urlaub? Jetzt hau raus. War schön. Könnt ihr gut relaxen. Geht aufs Hippie Festival. Wo ist denn diese Woche das Hippie Festival? Sicherheitszone. Gas nähert sich. Und eine hochholen. Aktive Feinde. Töte sie alle. Ist das Schmutz, dieser Hart sieht manchmal, ne? Fuck. Pilz.
verfolgt deine Position. Feinde landen im Einsatzgebiet. Oh. Ein kleiner Tasty. Die letzten 10. Ab an die Spitze. Ich frag mich immer, wer der Fettfinger hat. Auch gut. Guten Morgen, Regina. Danke, Chris. Komm nicht, dass wir mit meiner eigenen Cluster nicht zu snipen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Der ist am Liken, aber schreibt nicht. Hab ich ihm was getan? Rodino. Mein Internet ist gerade einmal abgeschnitten, glaube ich. Weiß aber nicht. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ja, einmal abgekackt. Ach so. Ja. Mich stört sowas nicht.
Soldat in der Nähe. Wir haben einen feindlichen Radarführer. Weiß wer es war. Da oben. Schlag ihn, Chris, schlag ihn. Du bist ja ein super Streamer. Mit Pumpe. Wissen deine Zuschauer, dass du so spielst? Ich wollte nur wissen, wo er ist, deswegen habe ich den Ballon geschmissen. Penner da unten. Ich kämpfe ich jetzt ab. Ja, der ist schon Kills geklaut. Ich habe detaillierte Dateien. Ja, hat er nicht gesehen, ne? Na, geh die Treppe hoch, komm. Noch 25 übrig. Gute Arbeit. Da geht die Treppe nicht hoch. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Hinten hoch. Auffüllen wäre jetzt gut. Danke, Chris. Identifiziert. Absperrung.
drin. Ruhig rein. Feinde landen im Einsatzgebiet. And of course I'm lagging. Manche Gegner denken auch, sie sind einfach unsterblich, ne? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feinde landen im Einsatzgebiet. Wiederauferstehung endet gleich. Auf der Hut. Der Unterschied zu Fortunes. Bei Fortunes könnt ihr jetzt einfach quer über die Map rennen. Weil ich überall Häuser und Wände hätte. Kopfgeldziel identifiziert. Hab Spaß, ja? Ich hätte aber lieber aufhören gehabt. Begib dich zur nächsten Position. Ziele gefunden. Begib dich zur nächsten Position. Alle Vorratskisten gefunden. Natürlich war das gerade kein One-Hit. Viele müssen sich bewegen.
Weil nur einer muss sich falsch bewegen. Ja, Mann, noch rausgeholt den Win. So ein Ding ist das nämlich. So. Ich bin eben brauchen und das durchlaufen. Danke für das, danke Schatzi, danke Manu. Danke für die ganzen GGs, Leute.
Aber war krass. Habe ich gefühlt. Den Ballon am Ende. Da geht's. Zweiter Sieg heute. Haben wir nicht mit vielen Kills, aber man kann ja nicht alles haben. Ach, schon wieder einer von diesen Schmutzleuten. Das ist auch ein Turm. Nach der Siegesrunde
Das ist langsam her schon wieder. Hey, ich hab das jetzt nicht gecheckt. Sorry. Das habe ich jetzt nicht gepeilt. Der von oben, okay, aber dass er mich noch bekommen hat. Trotz meiner Stim. Stim ist 2 Sekunden unsterblich. Bock auf wen, ey. Wo ist er? Sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten.
the big noob. Da ist ein Big Noob, den habe ich dir ordentlich gegeben. Der Feind speckt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Der wurde mir nicht angezeigt, Mann. Campt die ganze Runde lang. Das sind Schmutzgegner. Wer so spielt, gehört weg. So, wenn du am Ende mal irgendwo stehen bleibst und jemanden snipes oder outplays, okay, aber nur die ganze Runde. Danke Manu für die ganzen Sticker. Heute ist endlich Freitag, Leute. Heute ist Freitag. Woho, Melina. Na, alles gut? Nur noch heute dann Frühschicht. Ich habe so keine Lust auf Mittagsschicht gerade. Ich würde am liebsten wieder um 12 hinlegen. Ja, jo. Alles bestens wie immer. Du kennst mich doch. Alles bestens. Wo hast du Thomas gelassen? Oder die Melli? Beim Arzt oder so, Astro.
schon bewundert. Und genießt noch deine Ferien. Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Nehmen wir gleich auch wieder den lila Skin. Feindlicher Soldat in der Nähe. Da hassen mich die Gegner noch mehr. Das ist gut, das ist gut. Liegt da nicht. Nee. Danke, PD. Mich abgekämpft. Und kurz den anderen Skin. Und dann geht's weiter. Ach, ich wollte mal gucken, wie viele Siege haben wir schon hier. Zack. 1343, 1400 safe diesen Monat. Ich mach schnell Lulu. Was machst du?
du Thomas. Was geht? Sorry, ich musste kurz die große Jungs ein Geschäft verrichten. Im Einsiegen müssen wir es schaffen. Genau, kneten war ich. Bei Mellys Fabrik ausgeholfen. Nein, das gibt's nicht. Ja, alles fresh und selber. Nicht dafür, Bro. Hier bin ich. So, 70 Meter Headshot. Unser Spiel nach der Runde einmal neu starten. Zu wenig FPS. Geht's der Knetenbeauftragten gut? Feindlicher Verfolger abgeschüttelt. Auftragszeit abgelaufen. Das Ziel ist verloren. Nur noch 25 übrig. Feindliche Drohne ist aktiv.
Ja, Frank. Wie ist los, Tommy? Wenn du nur eine hast. Ja, ich hab mal eine Frage. Mein Gespräch soll schon anfangen. Nur fragen mich Leute, ob sie mitspielen wollen. Das Sturmgewehr ist die Nikita bei meinem Terminator Bundle, also bei dem 800er. Und MP ist Amaguera. Feinde landen im Einsatzgebiet. Spiel ich auch im Moment. Muss ich gleich zeigen. Ich hab mal eine Frage. Such mir immer einen Wolf. Ne, alles gut, frag mich einfach. Meistens kann ich sie beantworten. Feinde landen im Einsatzgebiet. Och meine Presse. Und wenn es um die Waffen und so geht, dann lohnt sich auch nur das 800er. Andere ist nicht so cool. Er ist einfach ein Cheater. Das geht gar nicht, wie er spielt. Achtet mal. Wenn du ein Pro-Spieler wärst, Hurensohn. Ich fick deine Mutter, du Bastard. Mein Gott. Krieg ich Herpes bei solchen Gegnern. Ich muss eher das Spiel einmal neu starten. Der Sturmgewehr Kilo. Das ist ja bei Vanguard, ne? Das steht dann oben Sturmgewehr Kilo. Das ist die Nikita. Starte ich eben neu. Zack, zack. Nicht dafür, nicht dafür. Nikita auch spielbar im Nahkampf. Ich habe nur noch keine zweite Klasse damit gemacht. Ja, glaube ich. Nur ein halbes Stündchen mache ich noch. Vielleicht schaffe ich noch einen Win in einer halben Stunde. Ja, glaube ich dir. Ja, wenn man es nicht weiß, macht man das ja auch. Aber.
Vielleicht kann ich später wieder Zombie spielen. Marcel, danke für deine 1000 Sterne, Bro. Ehrenmann, wie geht's dir? Was gibt's Neues aus deinem Wo warst du? Wo hast du dich versteckt? Was ging ab? Hau raus. Hier ist die Arma. Sieht so aus ungefähr. Und hier ist die Nikita. Ich mache dir mal kurz zwei Fotos, Thomas, ja? Wenn Nikita spielt man momentan auf dem Nahkampf. Thomas, da, zack. 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 Kannst am besten mit einem anderen Sturmgewehr spielen. Mit der STG oder so. Und die Waffe spielt man so. Ich hab dir zwei Fotos geschickt, Thomas. Ich darf voll zu Hause bleiben. Ist so gut. Ich nicht. Oh, wenn das System heute wieder so abschmiert wie gestern, glaube ich nicht, dass wir arbeiten müssen. Ende. Ja, fünfte OP schon für den Arm. Och, Marcel, was machst du denn für Sachen? Das war ja der letzte Stand mit deiner Armverletzung, dass du noch probiert hast zu spielen. Das weiß ich noch. Oh, das ist kacke, Bro. Das ist hart. Aber das wird schon. Wir glauben dran. Ja, glaube ich, glaube ich. Kinderbrocke jetzt hier übersehen. Das ist die wahre Gefahr im Kinderzimmer. Die spricht aus Erfahrung. Nicht dafür.
Anschlag auf diese Position. Anfrage nicht, dass ich wunders, Marcel. Ich bin jetzt immer nur morgens und mittags unten, solange ich noch keinen neuen PC habe. Und abends ist immer Lena und auf ihrem Twitch-Kanal. Jetzt ist ein eigenen. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, dann kann sie viel Unsinn machen. Safe, glaube ich. Dazu. Nicht, dass du dich wunderst. Alles klar. Schatz, ich kannst du mal Ausrufezeichen Twitch machen. Dann weiß auch Marcel, wo du immer ab 18 Uhr circa online bist. Dass er uns nicht suchen muss. Ja, guck mir jetzt zu. Perfekt. Nach Schatzi, Thomas und Lena reagieren. Sie, glaube ich, langsam echt eine Dreiecksbeziehung, ne? Jungs, ihr macht mich fertig.
gescheitert. Nein. Immer so. Das ist der schlechteste Spieler der Lobby, ey. Ach, ganz entspannt. Okay, Mann. Was, hä? Nochmal das machen? Mit einer Schmutzklasse hier? Ja, ich seh dich. Gar kein Step für mich. Präzisionsluftschlag hat verfehlt. Ah, Karate. Einmal geholt. Dafür, dass du mich einmal geholt hast. Ein feindliches Team ist dir auf der Spur. Sei vorsichtig. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Wach bleiben. Das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Der Schuss verkauft. Ja, ganz entspannt, Thomas. Du weißt, auf sowas lege ich keinen Wert mehr. Hauptsache, du bist da. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ich verstehe das nicht. Ich spiele die stärkste Klasse. Ich habe das beste Aim hier. Und er holt mich so. Achte mal. Und das ist dieser Hurensohn Twitch-Streamer. Boah, geht mir das auf den Sack. Bin so geladen auf 180. Ich gebe in dieses Spiel heute so viel Energie rein. Nicht ernst nehmen, die Beleidigung, ne? Nee, ich bin gerade echt. Ich check's nicht. Ja, ich sag ja nichts gegen Twitch. Ich sag aber wie den Hundelappen da was. Ich bin ja mit Brüsted E-Sporter zu sein, weil er einmal bei der WM mitgemacht hat. Aber trotzdem in meine Lobbys kommt. Ja, du liegst ja nicht doch. Das ist ja dein Ding. Für mich ist es wichtig, dass die Leute anwesend sind. Und wieder was schreiben. Ab und zu mal ein paar Clips machen. Na komm, ich mach das mal so. Luftschlag auf diese Position. Hier Phoenix 3, Schlag unterwegs. Keine feindlichen Treffer.
Ja, aber ich und Lena wollen ja gemeinsam streamen. Sie dann halt auf Twitch und ich auf Facebook, deswegen haben wir das so gemacht. Überhaupt mit der Aufteilung. Ah, es ist wieder Peer. Da habe ich nur ein Problem, dass ich den... Da brauche ich einen PC, weil ich über zwei Internetanschlüsse streamen muss. Och, da ist er wieder, Mann. Deswegen. Ja, ist schon lange her, dass ich mit denen zusammen gespielt habe. Und wir wollen halt nicht auf die Qualität verzichten, wie wir jetzt zocken, deswegen sparen wir da einfach für. Danke. Kürz 50 Sterne. Dass wir spätestens zu MW2 auf jeden Fall schon zusammen zocken können. Und dann wahrscheinlich zu Warzone 2 Ende des Jahres. Hier ist ja Wochenende, Thomas. Hat das auch alles so schon so halb durchgeplant mit Mikroeinstellungen und so. Geht das schon fit? Ja. Nur die Anschaffung halt. Der PC und halt Maus, das hast du nicht. Da wechsle ich einmal durch. Dann nehme ich die mit. Ja, Mikro und Kamera. Also, nachdem ich da zu Besuch war bei Thomas, habe ich richtig knacken lassen mit dem. Deswegen, brauche ein neues Bett. Ja, ich weiß. Du wolltest mir nicht glauben, dass ich die eine Wirkung wie eine Granate habe. Hast du dann gemerkt, als du 3 Tage nicht sitzen konntest? Danke, Aachen, für deine 3 Sterne. Ehrenmann. Inklusive Knochen. Ja, klar. Deswegen kriegt Thomas jetzt schon seine 5. Hüfte. Ist wie Heroin, ist eine so, die ich aber kaputt mache. Ja, ich liebe Snipen wieder, ne? Blumenwiese, Bällebad. Denk an deine jetzige Aussage. Bäckchen aufmachst. Ja, Lena macht das Bäckchen auf. Wir machen das ja eh live on stream auf. So ein Ding ist das nämlich. Ey, sag's dir. Ja. Da bin ich noch schneller als in Warzone. Ich schieb auch einfach rein, ohne zu fragen oder nachzudenken. Ja, keine Ahnung, wo der gelandet ist. Der zweite. Der Thomas hat eher so mit der Hüfte.
Pass mal auf. Keine Muni mehr. Er hat keinen Spaß mehr. Ach, hoffentlich wird das schnell wieder. Wenn ich das mache, hat das nicht. Ich komme sofort wieder. Ich guck mir kurz eine, dann starte ich die Runde. Ich suche eben neu und bin schnell auch.
Ja, gerade auf Uhr geschaut. Das ist meine letzte Runde jetzt erstmal. Für den guten Morgen-Stream. Und gleich kommt das Video online, was ich mir angucke wieder. Und dann muss ich auch noch was snacken. Und mir ein bisschen ausruhen vor der Arbeit. Guckt. Mittagsschicht, kann ich ganz entspannt zocken morgens. Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Ich kann euch eigentlich auch zeigen bei Amazon, was der Spaß kostet mit Mikro, also ohne PC, nur Mikro, Mischpult und Webcam und Stream Deck natürlich. Die geht wieder ab. Die geht wieder ab. Ja, aber Amaguera ist besser. Schon wieder in meiner Runde. Das muss ein Stream Sniper sein. Das ist die dritte Runde, wo ich ihn hab. In zwei habe ich den komplett geholt. Das ist einer, der ohne zu schreiben meinen Stream guckt und genau dann Runden sucht und meine Runden sucht, um in die gleiche Lobby zu kommen. Um einen auf den Sack zu gehen, so gesehen, mich zu holen. Viel zu voll. Alles gut, Junge. Wir lernen es nicht aus. Wieder so voll. Wer haben die denn die ganzen Fehlschüsse?
Ja, ja, das liegt an dem Facebook, das ist schon abgenommen hin. Ja, FB hat wieder riesige Probleme, ich sag's euch. Ich hab eine E-Mail bekommen mit Daten, die gar nicht mir gehören. Ne, eine geht noch. Die Zone zählt nicht. Stream Sniper, irgendwelche Hundesöhne. Nein, das gibt's nicht. Blut abnehmen lassen. Hättest du das gesagt? Ins Bein schießen und einen Eimer drunter halten, hätte ich auch gemacht. Es kann nur an Facebook liegen, weil ich habe hier keinen einzigen Ausschlag die letzten 15 Minuten. Nur eine muss ich noch machen. Da wäre ich erstmal wieder umgekippt. Das mache ich mein letzter. Ich habe dir ein bisschen Zeit versetzt, Thomas. Aber nervige Leute gibt's immer, weißt du? Einsatz im Kriegsgebiet. Oh, Mama, oh, Papa. Liebe solche Kommentare. Melini. Das ist das Geilste. Das TikTok E63 Power. Das wird wahrscheinlich ein Golf 4. Ein Liter Motor.
Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Hier, Phoenix 3. Schlag unterwegs. Fuck, Mann. Ich konnte die ganze Zeit nicht sprinten. Ich habe Sprint gedrückt, aber nichts. Egal. Drei Kills. Und das vierte Leben noch. Bester Soundtrack. Nein. Davon eigentlich ein Schock. Sicherheitszone wird verlegt. Feinde landen im Einsatz. Es buggt. Ich höre den Cluster nicht. Ich höre keine Steps. Auf einmal alles ruhig. Mann, ich will nur meine letzte Runde hier gewinnen. Oder wenigstens chillig spielen können. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. So. Kackegal. Ich sag euch mal, bis morgen früh. Heute Abend bei Lena auf dem Channel natürlich wieder Action. Genau, schaut bei Lena rein heute Abend. 18 Uhr wahrscheinlich. 19 Uhr. Lena ist ja noch unterwegs, kurz nach der Arbeit bei Mom und Nägel machen oder so. Genau, lasst Liebe da. Danke für den Support, danke für die Sternchen. Mich seht ihr heute, hört ihr, schreibt ihr nicht mehr, weil kein Highspeed. Ich gehe nur arbeiten und ja. So, ich bis später und genieße den Nachmittag und seid heute Abend da bei Lena. Genau, Lena geht in die Stadt und danach ist sie live. Sie schreibt euch allen bei der WhatsApp-Gruppe, sie postet das. Da, 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 da. Ja. Bis die Tage. Ciao, ciao.